Hallo Leute, ja, heute ein Tutorial so zu grundlegenden Techniken wie Double Lifts, wie man sich einen Pinky Break holt oder andere Sachen halt, verschiedene Color Changes und ja. Dann fangen wir einfach mal an mit dem Pinky Break. Also. Ein Pinky Break ist jetzt dazu da, wenn ihr, zum Beispiel der Zuschauer wählt sich jetzt hier die Karo 9 aus und ihr dreht sie um und bringt alles wieder zusammen und wollt die Karo 9 gleich oben haben. Tritt hier die Karo 9. Ihr dreht sie dann halt um. So, dreht sie um. Und wenn ihr alles wieder zusammen macht, steckt ihr euren kleinen Finger hier rein, über die Karo 9. Sodass ihr dann direkt ab der Karo 9 abheben könnt und sie dann wieder oben ist. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel die Karo 9, jetzt in diesem Fall die Karo 9, oben habt und ihr wollt dem Zuschauer aber sagen, dass sie nik oben ist, zum Beispiel hier die Pik 9 ist oben, dann macht ihr einen sogenannten Double Lift. Das heißt, ihr hebt zwei Karten an. Und ja. Das könnt ihr machen, indem ihr sagt, ja, eure Karte kann überall sein im Deck. Und wenn ihr das dann wieder zusammen macht, also ihr holt euch, steckt euren kleinen Zeigefinger hier zwischen die Karten, dass ihr die oberen zwei abtrennt. Und dann sagt ihr, ja, eure Karte kann jetzt überall sein. Und wenn ihr das dann alles wieder zusammen macht, lasst ihr das in einen Pinky Break übergehen hier. Das heißt, ihr steckt da einen kleinen Finger da rein. Das habe ich ja gerade erklärt. Und dann hebt ihr halt zwei Karten ab. Dann könnt ihr das einfach wieder drauflegen. Sagen, hier, du nimmst jetzt die Pik 9. In diesem Fall jetzt aber schon die Karo 9, weil die Pik 9 wieder oben drauf liegt, weil ihr ja vorhin einen Double Lift gemacht habt. Dann könnt ihr irgendwelche magischen Gesten machen und die Pik 9 verwandelt sich in die Karo 9. Ja, und damit wären wir auch schon so bei einem neuen Thema. Color Change, Farbwechsel. Dazu habt ihr zum Beispiel jetzt, ich zeige euch mal kurz, wie sowas in etwa aussieht. Hier die Pik 9 und ihr wollt sie in die Karo 9 verwandeln. Dazu macht ihr einen Color Change. Das eben war der Erdnase Color Change. Also der funktioniert so. Ihr hebt zwei Karten von oben ab und habt dann zwei Karten. Und dann, ich zeige es euch mal kurz von der Seite, schiebt ihr die oberste Karte so ein Stück nach vorne. Und dann habt ihr die Karte hier rauswählen. Dann zieht man die so raus mit dem Handbein hier und verdeckt sie mit der Hand. So eine Art Palm. Aber halt, man nimmt sie nicht in die Hand, sondern sie liegt dann hier. Und dann schiebt man sie wieder drauf und wenn man halt vorne ist, zieht man alles wieder zurück. Und dann macht man wieder einen Double Lift, dreht es um und sagt, ja, fertig. Dann gibt es aber auch noch sowas wie den Snap Change. Der sieht dann in etwa so aus. Und ja. Auch hier nimmt man wieder zwei Karten. Und fasst sie mit Daumen und Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger so an. Und dann das Einzige, was man tut, also ich mache es nochmal und achtet jetzt mal auf diese zwei Finger. Okay, so sollte das nicht aussehen. Achtet mal auf diese zwei Finger. Vorhin habe ich das mit zwei Fingern gehalten, jetzt halte ich es nur noch mit dem Zeigefinger. Das liegt daran, dass die zweite Karte so hier hinter steht. Das kann man aber geschickt verdecken mit der ersten Karte, sodass man das vorne nicht sieht. Das muss man auch erst üben. Ich kann es auch noch nicht perfekt, aber ich versuche es halt mal euch beizubringen. Also nochmal. So eine Art Schnipsen. Deswegen heißt das auch Snap Change. Also ihr schnipst. Für die, die schnipsen können, ist das Ganze einfach. Für die, die es nicht so gut können, erfordert das halt ein bisschen Übung. Aber das lernt man dann auch ganz schnell. Dann gibt es auch noch Color Change, die Karo 5,
Und dann schütteln wir und es ist die Pik 9. Das Ganze funktioniert so, ihr hebt wieder zwei Karten ab. Ich zeige euch das mal. Und da braucht man so eine Sicht von unten. Das ist jetzt sozusagen mal von unten. Ich schüttel und ziehe die Karte rein. Das verdecke ich aber mit der Hand hier. Also dann ziehe ich die Karte halt so rein mit dem Zeigefinger und Mittelfinger kann man das auch machen. Dann zieht man die halt so rein. Und dann hat man halt nur noch die Pik 9. Also nochmal, zwei Karten abheben, in den Stapel stecken. So. Und dann ist es wieder die Pik 9. Dann noch ein Thema. Karten kontrollieren. Also, ihr habt eine Karte. Jetzt hier die Kreuz 2. Habt sie euch mit einem Pinky Break markiert und wollt sie nach oben kontrollieren. Oder nach unten. Das ist halt. Also, man kann das so machen. Man hat hier die Zuschauerkarte, die Kreuz 5. Bringt sie mit einem Fan nach hinten. Das war jetzt gerade ein bisschen kein guter Fan. Und dann, wenn ihr sie reinschiebt, könnt ihr sie nach unten drücken und euch einen Pinky Break holen. Das ist, wenn ihr die Karte nach oben kontrollieren wollt. Oder ihr könnt sie nach oben drücken. Und dann holt ihr euch unter der Karte einen Pinky Break. Und dann könnt ihr sozusagen jetzt einfach, könnt ihr so sagen, ja, hier halt Kreuz 5, ne, eure Karte. Und jetzt sagt doch bitte einfach mal irgendwo Stopp, Stopp und ihr hebt ab den Break ab. Dann ist sie oben. Es geht ganz so funktioniert, auch wenn ihr sie nach unten haben wollt. Sagt mal Stopp. Ihr habt hier wieder einen Pinky Break. Diesmal unter der Karte, der Kreuz 5. Sagt Stopp. Und sie ist unten. Dann gibt es auch noch hier. Ich glaube, irgendwie, die heißt Overhand Shuffle Control. Also wenn ihr die Karte jetzt oben habt und ihr braucht sie unten, dann zieht ihr einfach die Karten, zieht einfach die Karte mit dem Daumen so runter. Dann habt ihr sie unten. Und wenn ihr sie dann aber unten behalten wollt und der Zuschauer sagt, misch doch nochmal so, dann macht ihr das so. Also, ja, haltet oben und unten die Karte fest. Nicht stark, sondern nur leicht. Aber die Haftung reicht aus, dass die Karte dann halt unten bleibt. Wenn ihr das dann schnell macht, fällt das kaum auf. Das war jetzt. So, die Karte ist immer nach unten. Und ja. Dann können wir auch noch mal Forciermethoden. Also ja, wollt dem Zuschauer eine bestimmte Karte aufzwingen. Jetzt hier die Kreuz 2. Und dann gebt ihr da ab. Und ja, halt, das ist der einfachste Force. Und das. Für Forciermethoden mache ich noch mal ein extra Video. Und das war's dann, ne? Tschüss und bis zum nächsten Mal.